Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance bei mir, dem Dualog. Ja, danke dir auch. Wir sind stehen geblieben mit dem Plündern. Ja, die auch mit dem Plündern. Ich will mal kurz schauen, ob das Inventar ist wieder ziemlich voll. Es ist so meine Schwäche. Oh, hier hat es eine Quest, dann gucken wir die doch mal an. Ne? Ja, ja. Da läuft jemand, den hol ich schnell. Das ist der Bettler. Eine Tatsache. Was hat denn der Bettler für mich? Der Alex, der Alexander. Wahrscheinlich. Guten Tag. Wie geht es euch? Könnte besser sein. Sei froh, dass Herr Ratzig dich in seinen Dienst stellte. Wie ich hörte, gehst du sogar mit Herrn Carpon jagen. Ach, das war nur einmal. Ich bezweifle, dass wir das bald wiederholen werden. Ah, schade. Denn eigentlich wollte ich dich um einen Gefallen bitten. Bestimmt weißt du, dass es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen gibt. Also dachte ich, du könntest helfen. Ich weiß nicht. Ich bin kein so guter Jäger, dass ich alle Flüchtlinge versorgen könnte. Nein, nein. So war das nicht gemeint. Die Städter gieren nach Wildbret. Sie wollen leben wie die Blaublüter. Verstehst du? Ein paar Bürger haben mich schon gefragt, ob wir unser Glück in den Wäldern versuchen wollen. Sie haben uns im Gegenzug Vorräte versprochen. Mehl, Schmalz, Eier und dergleichen. Aber wir können das Risiko nicht eingehen. Wir sind ja so schon unbeliebt. Wenn sie einen von uns erwischen, knüpfen sie ihn am erstbesten Baum auf. Aber du gehörst Herrn Ratzis Garnison an und gehst mit Herrn Hans auf die Jagd. Deshalb dachte ich... Na, warum nicht? Ich kam mit einer Schlägerei mit Herrn Hans durch. Also werden sie mich wegen ein paar Hasen schon nicht aufknüpfen. Danke, Heinrich. Das weiß ich zu schätzen. Der Schneider bat mich um ein paar Hasen, um für einen Händler ein Festmahl zu bereiten. Alles klar. Ich bringe dir welche. Hab Dank. Du bewahrst uns vor dem Hungertod. Ich werde jetzt aber erst schnell nochmal verkaufen gehen. Damit ich zuerst schnell zum Wildhüter gehen. Heinrich, schön, dass du da bist. Weil vielleicht muss ich da eine Jagdlizenz oder so bekommen. Oder ja, kaufen oder keine Ahnung. Grüß dich, werter Ritter. Wie kann ich dienen? Die Axt verkaufe ich. Rüstung kann ich auch. Ich glaube, ich brauche noch Nahrung. Ein wahrer Hochgenuss. Ja, dann zeig mir mal deine feine Waren. Dann gehe ich dann nachher ins Unterholz jagen. Äpfel 5, Birnen 4. Puh, eine Wassermelone 2. Cool, das ist ja so. Nein. Oh. Was, der hat nicht offen? Oh, wie spät haben wir denn? Schaut euch diese Gurken an. Die
bleiben den ganzen Winter frisch. Oh, eine Gürkchen. Ja, der ist auch nicht da. Oh. Warte ich kurz. Oh. Entschuldigung. Naja, vom Brot allein kann ich wenigstens satt. Ah, das müsste doch schon genügen. Die müssten doch jetzt da sein. Ja, woo, yeah. Heinrich, schön, dass du da bist. Sehr schön, hier zu sein, mein Guter. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich will verkaufen, und zwar das hier, das hier. Nein, das nicht. Das eigentlich auch nicht. Scheiße. Okay, hab doch nicht so viel zu verkaufen. Na Mist. Geizhals? Wieso denn Geizhals? Weil ich so viel Geld habe, oder was? Also ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Die hat man wahrscheinlich nicht gesehen. Gott schütze dich eigentlich. Könnte man noch reparieren? Nee, ja komm. Reparieren wir mal. Werbe auch. Das hier auch, auch. Abschließend, so. Jetzt gehen wir noch mal zum Schneider. GAE jagen, also von dem her kann ich eigentlich den hier abziehen, das hier, wegen den Geräuschen einfach. Ja, der Rest kann ich anlassen. Das hier kommt in die Satteltasche, das hier auch. Gut. Mein lieber Schneiderlein. Heinrich. Gehen wir noch zum Vogt hoch, vielleicht hat er Neuigkeiten. Was benötigst du? Erstmal Reparatur. Das hier und das hier. Danke. Und dann... Jetzt nicht mehr so lange, ja. Da kann ich verkaufen. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder so schwer? Ich verstehe. Ah, genau. Ich könnte, also Jagdpfeile werde ich jetzt. Könnte ich eigentlich diese Wettkampfpfeile in die Satteltasche nehmen? Und Pfeile auch mal? Ja. Oder? Na gut, die habe ich ja. Ich nehme die Jagd schief. Hm.
Ja gut, das wird schon gut gehen, so. Also hier, Stern, das ist beim Vogt oben. Ja, okay. Hallo Heinrich. Ja, hi, hi, hi. Wie geht's dir, mein Guter? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich zu sehen. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Der Vikar des Bischofs kam nach Uschitze. Und nicht mal Herr Hanusch weiß, was der hier will. Irgendwas ist da im Busch. Mehr weiß ich nicht. Okay. Du siehst aus, als wärst du sehr beschäftigt, Meister Vogt. Hast du viel zu tun? Viel zu tun? Es ist ein Wunder, dass bei all den Besuchern die Tür noch in den Angeln hängt. Was ist denn los? Mir wurde aufgetragen, den Leuten aus Galitz Arbeit zu geben. Hier gibt's bei Gott genug zu tun. Das Problem ist eher, alle Aufgaben gerecht zu verteilen. Verstehe. Jeder hat Mäuler zu stopfen. Am schlimmsten ist, dass mir niemand sagt, wer am dringendsten Arbeit sucht. Vielleicht kannst du helfen, Heinrich. Wie? Dir gegenüber sind die Skaletzer sicher ehrlicher. Finde heraus, wer die Arbeit am nötigsten hat. Du kannst dann entscheiden, wer was erledigt. Hilfst du mir? Sicher, ich werde tun, was ich kann. Okay. Dich schickt der Himmel. Es dauert sicher nicht lange. Du weißt doch, wie die Flüchtlinge auskommen, oder? Frag herum und finde mehr heraus. Um welche Art von Arbeit geht es denn? Der alte Hagen gibt eine Köchin und dann brauchen wir fünf Träger. Eine Köchin und fünf Träger? Das klingt nicht allzu schwer. Wo liegt das Problem? Nun ja, wir brauchen 3 Wasserträger. Die anderen sollen, Scheiße tragen. Oder Exkremente, wie der Papst sagen würde. Gibt es jemanden, der mir genaueres sagen kann? Ja. Der Händler Konrad Hagen ist der eine Köchin sucht. Sprich mit ihm. Und der junge Alex wird wissen, wer von den Skalitzern sich am besten eignet. Okay. Genau, und für den muss ich jagen gehen. Tja, sie scheinen sich vor mir zu fürchten. Ich kriege nie eine brauchbare Antwort von ihnen. Wie soll ich da die richtige Entscheidung fällen? Sie sind verzweifelt. Verurteile sie nicht. Das tue ich ja nicht. Aber ich kann die Arbeit nicht einem Taugenichts geben, der sein Geld dann versäuft. Was gibt es zur Stelle als Köchin zu sagen? Da musst du Hagen selbst fragen. Er hat mir nichts Brauchbares gesagt. Vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Okay. Was muss ich über die Wasserträger wissen? Wir brauchen 3. Zurzeit erledigen das die Bediensteten der Bürgerschaft. Müssen sie bis zum Fluss hinunter, um Wasser zu holen? Natürlich. Wo sollen sie es sonst holen? Vom Galgenberg? Es ist keine leichte Arbeit, aber jemand muss sie tun. Okay. Was kannst du mir über die anderen Träger sagen? Die Scheiße. Es ist dreckige Arbeit, aber sie muss erledigt werden. Es gibt bei Gott Bei manchen Leuten läuft's schon über. Klingt widerlich. Wer würde das freiwillig tun? Wenn's sein muss, zahle ich das Doppelte von dem, was die Wasserträger bekommen. Vielleicht hilft das. Mehr muss ich nicht wissen. Ich glaube, ich weiß, wen ich zum Scheißträger auswählen werde. Hier den, wie hieß er, wo uns ganz am Anfang mit uns geprügelt hat. Janusz, oder? Aber jetzt gehe ich zuerst jagen, weil ich so ein größeres Anwesen, also Ruf habe bei den Flüchtlingen. Weil die ja dann zu essen haben. Gott schütze dich. Okay, da kann ich nichts machen. Na gut, dann gehen wir jagen, würde ich sagen. Aber wo? Ich glaube...
Hier hat es wahrscheinlich nicht sehr viel. Hier hat es vielleicht eher wieder. Hier drüben. Ah, das ist... Das lasse ich mal drin. Da. Okay, also ich kann irgendwo ich möchte, dann gehe ich glaube ich hier in den Wald. Zwar ziemlich nah an Rattei, aber puh. Brot! Brot für jedermann! Wow. Ja, gut, da vorne kann ich ins Wasser. Sehr, sehr gut. Hier wahrscheinlich. Genau. Hallo, ja, danke schön. Da, dann gehen wir jetzt ein bisschen ins Unterhaupt. Nein, nein, noch nicht. Hier kann man gar nicht hoch, scheiße. Hier vielleicht? Hier, okay. Da, Häschen. Ein Pilz. Haben wir den mal? Häschen, kommt schon her, Häschen. Ist doch irgendwo. Entweder eine Bohrmaschine oder ein. Wie heißen diese Vögel? Oh. Specht, genau. Ha. Was ist denn hier neben Haushausen? Häschen, kommt schon. Oh. Also auf jeden Fall ein Hund. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Ui. Ah, ich glaube, hier kann man nicht mehr weiter. Das ist das... sozusagen die... unsichtbare Wand. Diese berühmte unsichtbare Wand, die es in vielen Spielen gibt. Ja. Scheiße. Da mache ich Geräusche, das ist ja krass. Hier ist ein Hütchen. Ja, hat sich eine alte Hexe gewohnt. Lol. Hä? Okay, hier ist gar nichts. Aber da könnte man sich drin verstecken. Ha!
jetzt dachte ich gerade, da wäre einer. Maulwurfshügel oder so. Äschen, wo seid ihr? Hat's nirgends Hasen, Mann! Ja. Ich meine, so ein Waldspaziergang ist ja nichts Schlimmes, aber. Ich würde ja wirklich gerne was jagen. Häschen, komm zu mir. Oh, dieser Specht, der verfolgt mich. Komm ich hier nicht hoch oder was? Traurig. Ja, doch sicher irgendwo ein Haus. Ein Kaninchen oder. Ja. Das war damals mit Hans ein bisschen einfacher. Das ist ein Irrgarten. Muss ich wirklich in ein Jagdgebiet oder was? Da oben ist einer. Ich habe ihn genau gesehen. Wo ist hin? Ist hier oben ran lang gelaufen. Lang gehüpft, lang ge. Nein! Häschen! Komm schon! Bitte! Hab dich doch gesehen! Ach komm schon! Oh! Aber das heißt zumindest, es gibt Hasen hier. Das ist doch schon mal bitte. Da. Ah, er rennt weg, okay. Oh, scheiße. Jawohl! Schöner Treffer. Hallo? Nee, jetzt aber nicht im Ernst. Ich habe ihn doch genau hier. Hä? Hier getroffen.
Okay. Ja, cool. Nee. Yeah. Hallo? Hallo? Interessant. Also geht hier irgendwer, geht hier jagen. Affen. Aber der... Ja, Mann. Immer noch keine Hasen. Ach man, tut mir echt leid. Ich würde echt gerne jagen, aber genießen wir wenigstens die Stimmung hier im Wald ein bisschen. Ich meine, eins habe ich schon geschossen, aber das verschwand im Boden. Hier im Grün sieht es doch schön aus für Hasen. Aldria. Was ist denn hier? Schon interessant, was man für Orte entdeckt, so verlassen. Hier, da, also hier müsste es doch sicher Hasen geben. Vor der Nase. Vor meiner Nase. Komm, wird mal langsamer. Komm mal, Hase. Oh. Ja, immer noch zu hoch. Nein. Oh. Nein. Oh, Scheiße. Ja, da ist auch noch ein. Jawohl, Treffer. Treffer! Wow, jetzt geht's aber ab. Hui! Der war. Nein. Plündern. Ja. Yeah. Okay. Gutes Zeichen, zwei Hasen auf einmal.
Die hört man eben auch so schlecht. Boah. Das ist schon geil gemacht hier mit dem Fluss und... Na, super. Ah, ich bin wieder zu schwer. Nicht fallen lassen! Ah, hä? Ah, gut. Mädchen! Wo seid ihr? Sigismund attacks. They can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that horse who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Horse hunters to pay for what they did to us.